Ja, es geht weiter bei Monkey Island. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Momentan bin ich auf Monkey Island Fieber. Das Blöde ist nur, es ist kein schöner Teil. So, das ist der Guybrush Rap. Aber trotzdem, so ein bisschen Monkey Island Flair kommt schon rüber. Oh Mann, jetzt, wo ist mein Zettel? Verdammt. Ach, hier. Ich muss aber gleich auch mal notieren, was der Spiegel Guybrush so macht, weil wenn die Tür abgeschlossen ist und er uns einen Schlüssel gibt, dann ist es ja eigentlich so, dass, ne, wir das genauso machen müssen, wenn Guybrush dann auf der anderen Seite ankommt. Wer das jetzt nicht verstanden hat, ist nicht schlimm, weil ich habe es selber nicht verstanden. 1.45 Uhr, es war nach Westen. So, können wir schneller fahren? Ja. Westen und dann 1.20 Uhr. Ebenfalls Westen, könnte ich mir eigentlich schon mal aufschreiben. Das ist Norden, 1.10 Uhr ist Norden, ja. Schneller Guybrush, Brushy, Guy, Guy.brush. Hey Guybrush, ich brauche Hilfe. So. Hier, nimm das. Was soll ich damit? Ich komme aus der Zukunft. Du musst das Tor für mich öffnen. Oh, und das wirst du auch brauchen. Was ist das? Hey, 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 eine Knarre. Knarre? Nimm dich in Acht, Pegnose. Und das. Und das, was? Toll. Gummihuhn. Ein Gummihuhn. So. Tor öffnen. Inventar, Schlüssel benutzen, mit die Tür. Keine Chance, das ist vermutlich Pegnose Pete in seiner Guybrush-Verkleidung. Was? Hallo? Mach die scheiß Tür auf. Willst du mich veräppeln? Keine Chance, das ist vermutlich Pegnose Pete in seiner Guybrush-Verkleidung. Okay. Ach man, sprich doch mit Guybrush. Wenn du wirklich ich bist, an welche Zahl denke ich gerade? Ach ja, Zahl. 91. Beängstigend. Das ist die Zahl, an die ich gedacht habe. Dann bist du wirklich ich. So, können wir jetzt die Tür öffnen, bitte? Die da. Benütze mit die Tür. So, genug Französisch. Danke, Guybrush. Du bist der Größte. Ja, bin ich doch. Oh, ich habe noch etwas für dich. Was? Ein Seil. Oh, ein Seil. Das könnte nützlich sein. So. 1.55 Uhr ist Osten. Gruselig. So, Osten ist nach Räserem. So, was haben wir jetzt? 2.55 Uhr ist nach Norden. So. 3.05 Uhr ist nach Westen. Nach links. Das kommt ja schon wieder. Ich brauche Hilfe. Der macht mich wahnsinnig. Nein, sag nichts. Du würdest ein Paradoxon auslösen. Danke. Ich bin auch vorsichtig. Okay. Nein. Schlüssel. Gib Guybrush. Hier, nimm das. Was soll ich damit? Ein Schlüssel. Ich komme aus der Zukunft. Du musst das Tor für mich öffnen. Okay. So, und jetzt habe ich die Knarre eigentlich. Ha, ich habe die Knarre. Geil. Die gebe ich jetzt dem Guybrush. Oh, und das wirst du auch brauchen. Hey, 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 eine Knarre. Nimm dich in Acht, Pegnose.
Packers. Gummihuhn mit Karabinerhaken. Der Klassiker darf natürlich nicht fehlen. Und das. Toll. Ein Gummihuhn. Wenn du wirklich ich bist, an welche Zahl denke ich gerade? 93. 93. Beängstigend. Das ist die Zahl, an die ich gedacht habe. Dann bist du wirklich ich. Jo. Seil. Danke, Guybrush. Du bist der Größte. Oh, ich habe noch etwas für dich. Das macht er automatisch. Oh, ein Seil. Das könnte nützlich sein. So, 12.15 Uhr ist Süden. So, das macht er auch. Nach Süden. Jetzt haben wir 1.35 Uhr. Osten. Ha! Packnose Pete, du bist verhaftet. Wie kriegen wir den Typen da raus? Was ist das da? Krabben. Ach so, ja. Jede Wette, dass eine Menge Krabben in diese Falle passen. Und ich wette, dass man mit diesen riesigen Abständen zwischen den Bullen rein gar nichts fängt. Oh, schade. Was steht denn auf seiner Hausmatte drauf? Da drin spricht doch jemand. Wenn ich einen Blick durch das Fenster riskiere, höre ich vielleicht, was sie sagen. Ja, dann mach mal. Wie gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Also, wo bleibt mein Geld? Perfekt. Ah, alles zu seiner Zeit, Mr. Packnose. Hey, die Stimme kenne ich doch. Das war nur ein Teil des Plans. Wirklich bemerkenswert, wie sie Guybrush aus dem Weg geschafft und die Erbstücke der Marleys besorgt haben. Ich nehme an, sie haben sie an einem sicheren Ort versteckt. Natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Der ganze Krempel, für den Sie sich so interessieren, liegt sicher in meiner unannehmbaren geheimen Höhle. Dieser Krempel, wie Sie sich ausdrücken, könnte der Schlüssel dazu sein, diese Inseln für alle Zeiten von Piraten zu befreien. Anwesende natürlich ausgenommen. Natürlich. Nun zu meiner Belohnung. Später, mein Freund. Bis dahin bleiben die Erbstücke unser kleines Geheimnis. Verstanden? Kein Sterbenswörtchen. Zu niemandem. Ich möchte nicht, dass meine Pläne durch Ihre Indiskretion zerstört werden. In Ordnung, Mr. Mandrill, wie Sie wollen. Aber wenn Sie mich nicht bald bezahlen, drehe ich Ihnen den Hals um. Es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Das hoffe ich für Sie. Ich muss mich jetzt um meine Geschäfte kümmern. Nun, da wir im Besitz der Erbstücke der Marleys sind, muss ich herausfinden, welcher Zusammenhang... Ha, Ozzy und Packnose stecken also unter einer Decke. Wenn ich mit Packnose fertig bin, werde ich Mr. Mandrill einen kleinen Besuch abstatten. Mhm. Nö, was soll denn da rum? Ach, willkommen steht auf der Fußmatte. Mitnehmen? Nein, danke. Ich mag lieber Rum, der von Leuten mit funktionierenden Riechorganen hergestellt wurde. Okay. Komisch, ich glaube, ich bin hier nicht willkommen. Das glaube ich auch nicht. Nein, danke. Wenn ich stinkigen alten Fisch brauche, gehe ich zum Köderladen. Oh, gehen wir nochmal hin. Ich bleibe auf Sicherheitsabstand. Ich möchte nicht, dass Packnose mich sieht. Das ist die Tür zu Packnoses Hütte. Ja, was mache ich denn jetzt? Open? Nein, was habe ich gemacht? Oh nein, ich habe O gedrückt. Ich kotze gleich. Oh nein, bitte nicht, nein. Das ist doch zum Heulen. Nein, bitte. Bitte nicht den ganzen Quark nochmal machen. Bitte nicht. Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist schon mein Herz stehen geblieben. Aber können wir reingehen, geht nicht, ne?
Das ist die Tür zu Pegnoses Hütte. Wenn ich da einfach reinplatze, wird Pegnos mich erschießen. Oh, oh nein, haben wir gar nicht. Ah, das ist bestimmt die... Ah, ich verstehe. Das ist bestimmt die... die Pistole, die er ihm abgenommen hat. Können wir das da irgendwie benutzen? Ich muss das nicht abwischen. Du sollst es nicht abwischen, du sollst es benutzen. Boah. Ha, damit? Elaine würde mich umbringen, wenn ich die missbrauche. Na gut. Kunstmagen, bleh. Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Ich bleibe auf Sicherheitsabstand. Ich möchte nicht, dass Pegnos mich sieht. Ich bleibe auf Sicherheitsabstand. Ich möchte nicht, dass Pegnos mich sieht. Ja, benutzen? Ob Eingeweide hier funktionieren? Ja, was denn sonst? Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Klar könnte ich Pegnos mit grauenhafter Musik aus seinem Haus treiben, aber ich glaube, ich muss hier zu härteren Mitteln greifen. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Ach, ich dachte, es wäre es gewesen. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Oh, oha, nicht schlecht. Ja. Schon schmierig genug. Schon schmierig. Och, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Ente, haben die schon benutzt? Was? Lass mich in Ruhe, du dämliche Ente! Der Kerl hat offensichtlich ein Problem mit Enten. Agnoses Panikattacken sind ja ganz witzig, aber meine sind noch besser. Ha. Okay. No. Eine ziemlich unspektakuläre Ente. Ach. Steckst du ein. Peek up. Nee, will ich jetzt auch nicht. Ich will gucken, was man mit der Fußmatte machen kann. Das wäre nicht sehr nachbarschaftlich. Ja, hör mal. Guybrush. Freund und Kupferstecher. Du willst den Typen noch hier loswerden und jetzt bitte... Kann man das dabei benutzen? Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Ein Kunstmagen ist hier nicht nötig. Ob Eingeweide hier funktionieren? Ach komm, nerv da nicht rum. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Ne, ich... Ach ja, ach Gott, wie blöd. Ach, ja. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Entchen. Jetzt stürzt sie ins Wasser, oder was? Ah, verschwinde! Verschwinde, du verdammte Ente! Oh, ich hab verkehrt gemacht. Ha! Oh, perfekt! Perfekt. Lass mich raus! Ha, ich denke nicht daran. Du wanderst ins Loch, Kumpel. Voilà, Inspektor. Hier ist der wahre Schuldige. Was soll das? Er sieht aus wie Pegnos Pete. Ah, lass mich sofort hier raus! Er ist es. Er wollte mir den Banküberfall in die Schuhe schieben. Und jetzt nehmen Sie mir endlich das Fußeisen ab. Ihr habt keine Beweise. Ich habe dich und Ozzy belauscht, als er dich angeheuert hat. Du solltest die Bank überfallen und mir die Sache in die Schuhe schieben. Ha, damit kommst du vor Gericht niemals durch. Er hat recht.
Haben Sie so etwas wie Beweise? Nun, nicht wirklich. Dann werde ich in dieser Sache auch nichts unternehmen. Aber Sie können ihn doch nicht laufen lassen. Oh, Pete geht nirgendwo hin. Er wird wegen unzähliger anderer Delikte gesucht. Kommen Sie wieder, wenn Sie Ihre Behauptungen beweisen können. Na gut. Ach. Na, wenn das nicht Pegnose Pete ist, der plündernde Pirat. Was willst du von mir, du dämlicher Hornochse mit Pferdeschwanz? Sieh an, der ruchlose Pegnose Pete hat seinen Meister gefunden. Ohne deine verdammte Kampfente bist du nichts. Immerhin bin ich was, ne? Gib mir zurück, was du mir gestohlen hast, und zwar jetzt. Was faselst du da? Ich kann ja eigentlich reden und so viel Krach machen. Was hat Ozymandril mit der Sache zu tun? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du lügst, ich habe ihn in deinem Unterschlupf gesehen. Du weißt immer noch nicht, was los ist? Du bist wirklich der jämmerlichste Pirat, den ich kenne. Bin ich nicht. Ich bin mächtiger, als du es je sein wirst. Ah, klar. Verschwinde und pflück deinem Weibchen ein paar Blümchen. Och, Blümchen. Hat dir wirklich eine Ente die Nase abgeknabbert? Von mir erfährst du nichts. Ja, deswegen hatten wir es ja auch hinbekommen, den da wegzulocken, oder? Bleib hier, ich möchte meine Freiheit genießen. Freiheit? Du kannst nicht mal diese Insel verlassen. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Oh, drücken.